Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, erst einmal, kurz organisatorisch, ist es ein neuer Patch erschienen und unsere Tooltips gehen wieder. Ich denke mal, dass da irgendein Bug im letzten Patch drin war, der zum Glück jetzt behoben wurde. Ja, zweitens hat jetzt in den letzten paar Tagen, ich glaube 3 Tagen, keine Tyranny-Folgen mehr gegeben, weil ich einfach keine Zeit zum Aufnehmen hatte letztes Wochenende und meinen Puffer aufgebraucht habe. Deswegen geht es jetzt heute endlich weiter und hoffentlich regelmäßig. Das dritte ist... Oh, ich habe hier oben immer noch eine Quest. Die mir immer noch nicht angezeigt wird. Naja, vielleicht, wenn ich zu dem Questort gehe, da geht es ja, glaube ich, um diese Klinge. Biografie, die könnten wir auch irgendwann mal durchlesen. Ja, das dritte organisatorische für Tyranny ist neuer Content erschienen, nämlich ein DLC mit neuen Gebieten, was ich gelesen habe. Und es ist ein weiteres Add-on bereits geplant, was auch bald released werden soll. Also es gibt noch kein festes Datum, was ich gesehen habe, aber das wird rauskommen. Ich weiß jedoch nicht, inwieweit ich euch diesen Content zeigen werde oder kann. Da ich nicht mal weiß, ob ich, ja, also das Let's Play hier, der Playthrough, der wird auf jeden Fall abgeschlossen. Aber ob ich den neuen Content hier rein integrieren kann, ob er ein neues Spiel dafür anfangen muss, ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn ich es nicht kann, ob ich nochmal einen zweiten Playthrough aufnehmen werde. Weil Tyranny im Gegensatz zu Pillars of Eternity scheint sich nicht so sehr an Beliebtheit zu erfreuen. Erstens das. Und zweitens weiß ich nicht, wie ich mit der Zeit hinkomme. Weil zum einen habe ich ja noch mal vor, Pillars of Eternity komplett einen Playthrough zu machen. Mit den beiden White March Add-ons, also mit dem White March DLC. Und dann kommt ja auch irgendwann Pillars of Eternity 2. Und Baldur's Gate 2 steht auch noch an. Also es gibt noch mehr als genug Rollenspiele, die ich vor mir habe als Projekte. Ich würde ja jetzt sagen, schreibt einfach in die Kommentare unter dieses Video, was ihr zu einem zweiten Playthrough meint, falls ich den extra Content nicht hier spielen kann, aber... Die Kommentare bei mir sind auch nicht gerade sehr häufig. Also gut. Jetzt machen wir mal mit dem Spiel weiter. Wir sind wieder bei Tunon am Gericht. Wir könnten theoretisch mit Tunon selber reden. I got it. Über unser kleines Problem. Der wird wahrscheinlich gleich sagen, dass das Kind sterben muss. Aber wir sind ja kein Schicksalsbinder, wenn wir nicht ein bisschen... das Schicksal verbiegen könnten. Deswegen holen wir uns Ratschläge von unseren Kollegen und fangen am besten mit Rogalus an, da der unser Mentor war. Schicksalsbinder, du bist zurück. Rogalus musterte dich von oben bis unten mit unergründlichem Ausdruck. Du siehst so aus, als hättest du Fragen, die ich entwirren soll. Ich fühle mich großmütig. Weißt du etwas über die Gesetze der Nachfolge im unbeugsamen Land? Das Reich der verrückten Nationalisten im Süden? Ihre Bäuche liegen jenseits meines Wissens, aber du könntest jemand anderes von uns fragen. Ich weiß, dass sich Kallio sehr für die Geschichte der Stufen interessiert. Okay. Dann fragen wir ihn als nächstes. So sprechen wir uns wieder. Lass uns also eine aufrichtige und tiefgründige Unterhaltung führen. Was möchtest du mit mir bereden? Der Schicksalsbinder reibt sich den Kiefer und mustert dich interessiert. Komm, lass uns offen sprechen. Weißt du etwas über die Regenten des unbeugsamen Landes? Grob der Herrscher, wenn ich mich nicht täusche. Obwohl die Einheimischen ihnen einigen Respekt entgegenbringen. Er runzelt die Stirn und blickt gedankenverloren in die Ferne. Nachdem ich das Edikt der Stürme verkündet hatte, machte der Archont des Krieges mehr als deutlich, dass ich mich aus dem unbeugsamen Land fernhalten sollte. Wenn mir mein Kopf lieb ist, also habe ich das getan. Ach, dann ist er also für das... Voilà. Ist er also für das Edikt verantwortlich, was wir jetzt gerade versuchen zu brechen. Kallio könnte dir mehr sagen, sie studiert seit einiger Zeit leidenschaftlich die Geschichtsbücher des Reiches. Okay, dann zu ihr.
Grüße, Benoja. Du siehst aus, als bräuchtest du etwas. Kalio neigt den Kopf zur Seite, ein Funken neu gespiegelt sich in ihren dunklen, scharfen Augen. Was kann ich für dich tun? Kalio berührt sanft deine Schulter. Weißt du etwas über die Gesetze der Nachfolge im unbeugsamen Land? Lustig, dass du das erwähnst. Erst neulich habe ich über einige alte Schriften im Keller eines staatlichen Gebäudes gebrütet. Wir würden davon profitieren, wenn wir die südländischen Gesetze lernen, selbst während wir sie auseinandernehmen. Was willst du wissen? Kann ein Säugling von königlichem Blut sein Recht auf den Thron aufgeben? Nicht ganz, aber die Mutter kann es vielleicht. Sie hebt interessiert die Augenbrauen. Da steckt eine Geschichte dahinter. Da steckt eine Geschichte dahinter, wenn es dich interessiert. Viele der Angelegenheiten des unbeugsamen Landes gehen mit Geschichten einher. Zum Ende überspringen? Ich habe mich umentschieden, kein Interesse. Ich höre es mir gerne an. Das alte unbeugsame Land wurde von Tradition und einem oftmalig verdrehten Sinn für nationale Identität regiert. Die Geschichten, die sich hochschätzen, setzen die meisten Präzedenzfälle. Deshalb enthalten ihre rechtlichen Dokumente Mythen oder Familiengeschichten. Sie gaben den Menschen einen Grund, dem Gesetz zu folgen. Ich will damit sagen, zusätzlich zum Gesetz an sich. Des Weiteren konnte jede Anwendung aufgehoben werden, wenn sie nicht der Auffassung ihrer kulturellen Identität entsprach. Ich komme noch zum guten Teil, versprochen. Dann sprich weiter. Vor ein paar Generationen war die höchste Regentin vom unbeugsamen Land Königin Hadrium. Sie gebar ihrem Ehemann zwei Töchter, Lucanum und Tatium. Lucanum war die stärkere der beiden, da sie aber als zweite das Licht der Welt erblickte, wäre die Regentschaft über das unbeugsame Land Tatium zugefallen. Königin Hadrium wollte das nicht akzeptieren. Sie wollte die Stärkste ihres Bundes auf dem Thron des unbeugsamen Landes sitzen sehen. Und da sie mit den Gesetzen durchaus vertraut war, schmiedete sie einen Plan. Sie stach einen Archivar, um einen alten Mythos zu entwerfen. Die Einzelheiten der Geschichte waren ähnlich ihrer eigenen, nur gerade verschieden genug, um keinen Verdacht zu erregen. Ich werde die nicht mit den Details lagen, weil aber die Geschichte endet damit, dass die Königin aus dem Mythos eine einfache Erklärung machte, um das Recht eines Kindes auf dem Thron des unbeugsamen Landes aufzugeben. Zum Glück für Königin Hadrium war die Geschichte überzeugend genug, dass die Leute die neue Tradition annahmen. Lucanum starb später an einer zehrenden Krankheit, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Sie kichert. Weißt du, was sie für eine Erklärung abgegeben hat? Sicher, sie räuspert sich. Ich nenne deinen Namen, danke, im Namen meiner Tochter oder meines Sohnes ab und verzichte auf die Regentschaft über das unbeugsame Land, sowie auf alle Bande, Abkommen, Lehnsgüter und Besitztümer. Wir geben jeden Schutz und jeden Vorteil auf, die uns durch die uralte Blutlinie zustünden. Die Regenten waren normalerweise etwas mehr ihrem Pomp und ihrer Herrlichkeit verschrieben, aber in diesem Fall glaube ich, dass sie die Angelegenheit zu einem schnellen Abschluss bringen wollten. Ich hoffe, das hilft. Tut es. Ergänzung, letzter Widerstand. Du hast herausgefunden, dass die Blutlinie des Regenten das Ergebnis eines magischen Pakts ist. Dieser Pakt kann für dich nicht erklärt werden, wenn Amelia auf das Geburtsrecht ihres Kindes verzichtet. Okay. Send schreiben. Ist noch unterwegs. Wir können, soweit ich weiß, noch nicht zur brennenden Bibliothek. Der Ort ist nämlich noch unerreichbar. Wir können aber in die verseuchten Altmauern und dort die Klinge bergen, die vielleicht für Beric ganz nützlich ist. Was hat mein Lord Thunon zu sagen? Du kehrst zurück. Es freut mich zu sehen, dass dich der Krieg nicht deine Wurzeln vergessen lässt. Was möchtest du wissen? Ich möchte mich über Rechtsangelegenheiten unterhalten. Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Mein Gericht ist das gesetzliche Herz dieses korrupten und unzivilisierten Reichs. Gibt es eine Ursache für deine Neugier? Du bist bereits erfahren im Umgang mit Kyros Gesetz, aber ich bespreche gerne spezielle Einzelheiten mit dir. Erinnert mich daran, wie der Name des Oberherrn verwendet werden darf. Es ist nicht verboten, Kyros Namen aufzusprechen, aber es bedarf Vorsicht und Respekt. Es obliegt dir nicht, den Namen des Oberherrn weiterzugeben, weder an Nachkommen
Ding, Ort oder Abstraktion. Verunglimpfung des Oberherrn wird mit dem Tode geahndet. Es gibt nur ein Kyros. Und ihr Name ist gesichert. Niemand darf Kyros sagen und den Namen durch eine zweite Bedeutung beschmutzen. Ihr Name? Auch wird ihr Name nicht mit Belanglosigkeit in Verbindung gebracht. Ein Spieler wird sein Glück nicht auf Kyros Glück und sein Pech nicht auf Kyros Hohn schieben. Eine solche Assoziation erledigt den Oberherrn beim Volk und wird zu Recht als schnöde Verunglimpfung angesehen. Was könnt ihr mir über Kyros Frieden sagen? Der Meilenstein unserer Anstrengung zur Kriegszeit natürlich. Kyros Frieden garantiert allen willigen Bittstellern unter ihrer Herrschaft einen Platz in ihrer Welt. Die genaue Formulierung dieser Verordnung lautet, es obliegt nicht, dir nicht dein Leben wegzuwerfen. Der Oberherr hat Pläne für dich. Win-win also, hä? Das dehnt sich auf mehrere Einflussbereiche aus. Unter anderem garantierte Schutz für Feinde, die sich in der Zeit des Krieges ergeben, und es verbietet Selbstmord. Es ist verboten, einen Vasallen des Oberherrn oder seinen Besitz zu beseitigen. Schutz für Feinde, die sich in der Zeit des Krieges ergeben. Das ist wieder so eine milde Seite am Oberherrn, sag ich mal. Was könnt ihr mir über die Altbauern sagen, Tunon? Die Altbauern sind verboten. Das geht auch für das, was sich darin befindet und die Bewohner. Es wird als unbefugtes Übertreten erachtet, wenn sich ein Gegenstand aus den Altmauern in deinem Besitz befindet. Dabei spielt es keine Rolle, wie du an ihn gelangt bist. Denke während deiner Reisen daran. Da die Altmauern weit in die Stufen und das Nordreich hineinragen, gestattet es Kyros ihren Dienern nur dort durchzureisen, wo sie die Landschaft so geformt hat, dass sie ein Durchqueren erlaubt. Unter keinen Umständen darfst du eine Bresche in den Altmauern betreten, selbst wenn es so etwas Unschuldiges ist, wie auf die andere Seite zu gelangen. Wenn dir diese Beschränkung zu hart erscheint, darf ich dich daran erinnern, dass sie dem Schutz von Kyros Untertanen dienen. Kyros hegt keinen Wunsch zu sehen, wie ihre treuen Gefolgsleute ohne die Schaden zugefügt wird. Was ist mit Magierkodex? Praktizierende Arkankünste müssen von einer von Kyros Gilden gebilligt werden. Zum Beispiel von den Blutkantoren oder den Eisengebundenen. Magier, die sich nicht daran halten und ein gefährliches Gespür für unbekannte Kräfte haben, werden nicht toleriert. Ein genehmigter Magier, dessen Wirken Schaden am Leben oder Eigentum angerichtet hat, ist aus gesetzlicher Sicht unschuldig. Solange er seine Kunst im Dienste Kyros ausübt, ist alles vergeben. Das ist jetzt wieder die andere Seite. Ich habe ja Magie und als Schicksalsbinder habe ich wohl auch die Genehmigung, sie einzusetzen. Das heißt, ich kann damit machen, was ich will. Anteile und Teilen? Die Ernte blüht und verfault nach Kyros Willen. In mageren Zeiten wirst du beköstigt, in reicheren Zeiten wirst du andere beköstigen. Dieses Gesetz ist an und ab für sich schon eine ansehnliche Kategorie. Sie deckt viele Notwendigkeiten im einen ab. Handel und Steuer sind nur zwei Beispiele. Der Hauptzweck dieses Gesetzes ist der, die Untertanen von Kyros zu befähigen, für ihren Nachbarn zu sorgen und im Gegensatz zu erwarten, dass auch sie für sie gesorgt wird. Nehmt zur Kenntnis, wie dieses Gesetz auf den Handel angewendet werden kann. Das Recht eines Händlers, mit seinen Waren hausieren zu gehen, wird von Genehmigungen bestimmt, die jährlich erteilt werden. Die Obrigkeit in der Region hat das Recht zu entscheiden, ob ein Händler in diesem Jahr Kohl und im nächsten Jahr Sandalen verkauft. Jeder, der diese Einschränkung überschreitet, werden unmittelbar alle Güter beschlagnahmt. Du musst dich nicht mit den Feinheiten belassen, zumindest nicht, bis sie in diesem umkämpften Land irgendwann in Friedenszeiten gelten. Was ist mit der Beschränkung von verbotenem Wissen? Kyros selbst setzt fest, was gewusst werden darf und was nicht. Diese Beschränkungen werden selten durchgesetzt, aber sie sind es wert, beachtet zu werden. Zum Beispiel erachtete Kyros während der Eroberung das Wissen der Velum-Zitadelle als Tabu. Niemand darf die Weisheit dieses gefährlichen Verwahrungsortes besitzen, außer Kyros selbst. Deswegen wird alles verbrannt. Es ist völlig zu verbieten, kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Um allerdings Kyros Advokaten zu spielen, die Welt würde kaum sicherer sein, wenn alle Zugriff hätten auf das Wissen über die Zubereitung von Giften oder die Kunst, Briganten in feine Bronze zu rüsten. Das geht zum Schutz ihrer Untertanen. Bevor Kyros kam, während der Zeiten der Anarchie und Zwietracht, macht
Objekte, mächtiges Wissen in unwürdigen Händen, ganze Reiche gedankenlos und ohne Mitleid dem Erdboden gleich. Kyros hegt keinen Wunsch, in diese dunklen Zeiten zurückzufallen. Bin ich an diese Gesetze gebunden? Das sollte nicht in Frage gestellt werden. Wir sind alle Kyros untertan. Ihre Gesetze bestimmen und regulieren, wie wir unser Leben führen. Dennoch, als einem Agenten des Gesetzes wird dir mehr Spielraum gewährt als einem Soldat oder Bürger. Du könntest feststellen, dass du gezwungen wirst, in Kyros Namen moralisch fragwürdige Handlungen zu begehen. Wenn es der Gerechtigkeit des Gerichts dient, kann vieles vergeben werden. Ja, so wie unser Eindringling die Altbauern neulich. Wenn das Gericht jegliche deiner Taten als verdächtig empfindet, werden wir dich vorladen, um dich zu rechtfertigen. Deine Aussage wird angehört und das Urteil verkündet werden. Du bist überaus neugierig, was die Anwendung von Kyros Gesetzen betrifft. Ich finde es erfrischend, dass du meinen Rat suchst, Schicksalsbinder. Zu meinen vorigen Fragen.